Ich lese Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Im Kapitel Augen geht es um Entzündungen am Auge nach Behandlung von Operationen, Verletzungen der Hornhaut. Und bei den bewerteten Medikamenten und Wirkstoffen bin ich in alphabetischer Reihenfolge den Wirkstoffen nach angekommen bei Glucocorticoid und Antibiotikum in Klammern Augentropfen. Ich lese, ach ja, das ist Dexmedetason und Tobramycin in Klammern konserviert und das ist gelbwertet mit Einschränkung geeignet nach der Operation eines grauen Stars, wenn eine entzündliche Reaktion gebremst und Infektionen vorgebeugt werden soll. Dass die kombinierte Anwendung gegenüber der Anwendung von Einzelmitteln Vorteile hat, sollte noch besser belegt werden. Das Produkt enthält Konservierungsmittel. Glucocorticoid und Antibiotikum, in Klammern Augentropfen. Ich lese vor. In diesem Präparat ist das Antibiotikum Tobramycin mit dem Glucocorticoid Dexmedetason kombiniert. Dexmedetason und Tobramycin, in Klammern konserviert. Mit Einschränkung geeignet nach der Operation eines grauen Stars, wenn eine entzündliche Reaktion gebremst und Infektionen vorgebeugt werden soll. Dass die kombinierte Anwendung gegenüber der Anwendung von Einzelmitteln Vorteile hat, sollte noch besser belegt werden. Das Produkt enthält Konservierungsmittel. Wichtig zu wissen: Nach der Anwendung kann sich ein Fremdkörpergefühl einstellen. Die Augen können brennen, tränen und sich röten. Das ist unbedenklich, wenn diese Begleiterscheinungen rasch wieder vergehen. In seltenen Fällen können Glucocorticoide den Augeninnendruck so erhöhen, dass es zu einem Glaukomanfall kommen kann. Symptome sind gerötete, schmerzende Augen, ungewohnt starke Kopfschmerzen, geweitete Pupillen, sich hart anfühlende Augäpfel und Sehstörungen. Suchen Sie dann sofort einen Arzt auf oder rufen Sie den Notarzt. Sie können erblinden. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Bei Kindern unter 14 Jahren, die Glucocorticoide länger als 4 Wochen am Auge anwenden, ist das Risiko, dass sich eine Linsentrübung entwickelt, besonders groß. Auch Auswirkungen auf das Wachstum sind möglich. Die Kombination sollte nur bei Kindern angewendet werden, wenn andere Maßnahmen nicht ausreichend wirken. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Da Glucocorticoide auch bei der Anwendung am Auge in den Blutkreislauf gelangen können, sollten solche Mittel während der Schwangerschaft nur zum Einsatz kommen, wenn der Arzt sie unbedingt für erforderlich hält. Wenn dies der Fall ist, sollten sie so kurz und so niedrig dosiert wie möglich angewendet werden. Glucocorticoide gehen in die Muttermilch über. Daher sollte auch in dieser Zeit die Notwendigkeit einer Anwendung sorgfältig geprüft werden. Es geht weiter mit nichtsteroidale Antirheumatika in Klammern Augentropfen. Das ist zum einen Diclofenac und Flubiprofen. Die sind unkonserviert grün bewertet. Geeignet bei Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind, vor allem nach Augenoperationen. Und das sind Diclofenac und Ketorolac, in Klammern jeweils
konserviert und die sind hellgrün bewertet, auch geeignet bei Augenentzündungen, die nicht durch Krankheitserreger verursacht sind. Vor allem nach Augenoperationen. Konservierungsmittelfreie Produkte sind vorzuziehen. So.